Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Kampf mit dem Houndoom bzw. Crackdoom Team, Leute. Heute, ja, wie gesagt, der erste Kampf in Pokémon Showdown. Ich denke mal, die nächsten Tage kommt dann auch ein Wi-Fi Battle, die sind alle schon aufgenommen, also bzw. alle schon bestritten, die Kämpfe sozusagen. Und wir sehen hier schon mal sein komplettes OU-Team, was alter krank ist. Aber wie gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wir haben ja auch ein starkes Team, würde ich sagen, mit dem wir das ein oder andere auf jeden Fall reißen können. Und ich denke mal, ich starte einfach mal mit meinem Genial, weil ich einfach entweder sein Rotom oder sein Heatran predikte im Lead. Und das ist, denke ich mal, ganz gut, weil wir beide relativ gut standhalten können. Und das, denke ich mal, ist auch schon mal ein Vorteil, den wir genießen können. Und ja, wir sehen hier auf seiner Seite Gyarados, Latios, Cesurio, Fiaro, Heatran und Rotom. Und es ist wirklich sein Heatran im Lead. Das gefällt mir sehr, sehr gut, denn jetzt können wir hier mit dem Voltwechsel direkt wieder raus. Und kriegen wahrscheinlich dann die Tarnsteine auf unser Feld. Was mir aber relativ egal ist, muss ich sagen. Weil wir, wie gesagt, immer noch einen Spinner im Team haben. Und so weiter und so fort. Gut, gucken wir mal, was er so vorhat. Vielleicht liegt auch gar nicht die Tarnsteine, man weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir alles mit unserem Genial abfangen, was denn hier so auf uns zukommt. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Vorteil für uns. Und ja, ich denke mal, das Team muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Das hatten wir ja schon alles. Und ich werde jetzt einfach mal in meinen Kickli wechseln und direkt mal die Tarnsteine wegspinnen. Oder werde ich hier für einen Turmkick gehen? Das weiß ich nicht. Ein Turmkick würde auf jedem seiner Pokémon relativ guten Schaden machen, auch wenn es resistet ist, wie bei Gyarados, was haben wir hier noch? Latios, genau. Und Fiaro. Aber es wird trotzdem sehr, sehr viel Schaden machen. Und ja. Gut. Bruce Lee kommt rein, bekommt Tarnsteinschaden. Kein Problem. Wir haben den Rapid Spin. Die Frage ist, gehe ich wirklich jetzt für den Rapid Spin? Wäre schon, denke ich mal, nicht schlecht. Nein, ich gehe für den Rapid Spin. Mache hier alles erstmal safe. Er kann mich eh nicht one-hitten. Ich habe eine gute spezielle Defensive. Und wenn er hier drin bleibt, ist das ein Riesenfehler von ihm, muss ich sagen. Denn dann wäre sein Heatran schon down. Und ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt. Das wäre einfach nur doof. Muss man sagen. Okay, er switcht raus. Sehr gut. Rotom Wash ist hier am Start. Und wir kriegen sogar den Crit. Und er hat einen ganz guten Schaden gemacht. Nein, zwar ein Crit, aber trotzdem. Und wir haben einen sehr, sehr guten Counter gegen dieses Rotom Wash, was ich immer sehr, sehr gut finde. So ein Ferrothorn ist immer was Schönes, muss ich sagen. Und man muss auch sagen, wir haben zwar zwei OU-Pokémon mit, aber Marmutel ist in meinen Augen auch eines der schlechteren OU-Pokémon. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es kann natürlich sehr gut reinhauen. Es ist flexibel spielbar, sage ich mal, aber es ist halt nicht so das beste Pokémon, muss ich sagen. Im OU zumindest. Es ist ein sehr starkes Pokémon und ich habe es ja auch nicht umsonst mitgenommen, weil es als Scarfer sich auch relativ gut anbietet, weil man es damit darauf eigentlich nicht wirklich rechnet, muss ich sagen. Und ja, ich habe auch übrigens jetzt mal so im Verlauf der Kämpfe gemerkt, okay, Marmutel, so ein Eisenschädel auf Marmutel ist wirklich nicht so toll, nur um was gegen die Feen zu haben. Da wäre es dann schon besser, so einen Abschlag drauf zu nehmen oder so, man weiß es nicht. Aber der Gegner lässt sich auf jeden Fall ordentlich Zeit. Merke ich schon direkt hier am Anfang. Ich glaube, es ist aber einfach nur, weil es hier alles so ziemlich langsam geht. Und da kommt der Will-O-Wisp, aber der ist mir relativ wurscht, muss ich schon fast sagen. Und ich gehe jetzt einfach mal für die Leech Seeds, kann danach Stealth Rocks legen oder sowas. Falls Fiaro reinkommt, wäre mir das sogar sehr lieb, muss ich sagen. Weil so ein Flare Blitz, den kann ich perfekt abfangen mit Maulout hier an dieser Stelle. Und er geht für Volt Switch. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich sein Fiaro oder sein Heatran rein. Heatran, ja gut, Heatran wäre auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Und so weiter und so fort. Aber gut. Müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich hätte auch gerne die Tarnsteine raus. Wegen dem Fiaro, dem Gyarados. Das wäre schon mal gar nicht so doof. Aber Leech Seeds jetzt raus, so haben wir auch nicht schlecht. Denn somit können wir dem Burn so entgegengehen. Was auf jeden Fall gar nicht so schlecht ist. Und der geht tatsächlich in Tail and Flame. Interessant. Interessant. Aber finde ich gar nicht so doof. Finde ich gar nicht blöd. Denn wir haben, wie gesagt, unser Derp. Unser Morlord, was ja physische Angriffe sowieso sehr gut taint und dann einen Resisteten natürlich nochmal besser. Dazu sind noch die Leech Seeds da und dieses Tail Flame sollte nach einem Angriff schon über die Hälfte Schaden bekommen. Durch die Leech Seeds, durch den Rückstoß von seinen Attacken, vielleicht sogar durch einen möglichen Life Orb und so weiter. Das finde ich an der Stelle schon mal gut und kann dann sicher für Siedewasser gehen oder sowas. Was jedem Pokémon, also was für jedes Pokémon sehr doof sein könnte und wir sehen hier, okay, interessant. Er geht für Brave Bird. Vielleicht würde er jetzt nochmal für Brave Bird gehen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich gehe jedenfalls safe für die Recover.
Vielleicht hat er einen Roost drauf und möchte hier drin bleiben oder sowas. Aber ich denke mal nicht, dass er hier die Chance hat, irgendwas zu reißen, solange mit Brave Bird keinen Crit bekommt. Aber er hat das auf jeden Fall schon mal gut predicted. Muss man ihm lassen. Also gut predicted, hier nicht für den Flammenblitz zu gehen, sondern für Sturzflug. Und er lässt sich immer noch sehr, sehr viel Zeit. Ich kann ja nochmal kurz hier das Team erläutern. Und zwar hätten wir hier, wie gesagt, Morlord, mein Houndoom, eben diese beiden Pokémon, worum es hier eben hauptsächlich geht. Und ich frage mich, was will Gyarados tun gegen Morlord? Ich meine, D-Dance Boost, das ist mir relativ Toastbrot, weil ich, wie gesagt, Unkenntnis habe. Deshalb wüsste ich jetzt nicht, was er jetzt hier bewirken will. Vielleicht ist er so ein Substitute-Set, was ich nicht so toll fände. Weil ich das nicht mal mit zwei Siedewassern rechnen könnte. Und da hat D-Dance, okay, gut. Vielleicht kriegen wir den Burn, das wäre auch cool. Denn somit hat er nochmal schlechteren Schaden. Aber gut, er bekommt keinen Burn. Aber wir können hier weiter für Siedewasser gehen. Denn er kann mir absolut gar nichts tun. Denn wir haben, wie gesagt, Unkenntnis. Das heißt, alle Boosts vom Gegner werden komplett ignoriert. Und unser Derp bekommt einfach fast gar keinen Schaden. Und so ein Step-Knirscher wird zwar relativ wehtun, aber wir sind immer noch ein wunderbares Morlord, welches das hier perfekt standhalten kann. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Ich muss auch vielleicht mal gucken gegen das Fiaro, wenn er wirklich... Oh, das macht viel Schaden. Das macht sehr, sehr viel. Burn, 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 bitte. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Lumberry kann es ja nicht haben, es ist mega. Und jetzt kann ich nochmal für Recover gehen. Vielleicht wechselt er aus. Ich bin mir nicht sicher, oder geht nochmal für ein D-Dance. Es kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht auch, ob es irgendwelche Heilmoves hat. Da bin ich mir nicht sicher. Taunt. Taunt. Das ist ein interessantes Set. Das ist ein sehr interessantes Set. Ich werde jetzt, denke ich mal... Ja, was werde ich tun? Was werde ich tun? Ich brauche meinen Morlord noch. Mit relativ gutem KP, muss ich dazu sagen. Taunt ist natürlich ein Angriff, der ist jetzt extremst doof. Aber ich kann hier in mein Ferrothorn, denke ich mal, relativ safe rein, weil durch Wasser, also durch Kaskade bekommt er Beulenhelm und Eisenstachelschaden, dazu noch den Burnschaden und er hat nicht mehr viel Zeit, um sich hochzuboosten. Okay, er boostet sich noch einmal, aber er ist wie gesagt verbrannt. Das heißt, so viel Schaden würde das rein theoretisch gar nicht machen. Und ich gehe jetzt eben einfach mal für die Tarnsteine, denn dann haben wir die schon mal draußen. Er hat höchstens einen Defogger mit Latios, aber sonst auch nicht wirklich irgendwas, um die Tarnsteine loszuwerden. Und Defog Latios sehe ich relativ selten, also dann doch eher das Latias. Aber gut, ich denke mal, sieht gar nicht so schlecht aus hier für unser Team. Und oh, auch Taunt, komm schon, warum greifst du denn nicht an? Das war jetzt doof von mir. Sehr, sehr doof von mir, um ehrlich zu sein. Ich kann auch nicht mehr in Derp wechseln, ehrlich gesagt. Mann, warum geht er denn nochmal für Taunt? Das ist so doof, das ist wirklich doof. Das ist wirklich doof. Ich wechsle, glaube ich, in meinen Derp. Und kann Schutzschild einsetzen. Kann ich das? Kann ich Schutzschild einsetzen? Wäre das schlau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe einfach für Gyro Ball. Er kann mir eh nicht viel Schaden drücken. Und ein Gyro Ball sollte ausreichen. Mit dem Burn-Schaden, selbstverständlich. Die Tarnsteine hätte ich aber jetzt sehr gerne draußen. Aber so ein Taunt-Set ist auch cool. Okay. Alter, macht das wenig Schaden. Alter, Alter, Alter. Das ist doof. Das ist doof. Gut, er wird jetzt bestimmt für Erdbeben. Oder geht er für Erdbeben? Ich glaube, ich muss meinen Iron Man hier opfern. Tarnsteine wären so cool gewesen, aber das ist echt ein gutes Set von ihm, was er da fährt. Vielleicht switcht er jetzt nochmal raus, man weiß es nicht. Vielleicht will er sich noch aufbewahren oder so. Aber ich kann, wie gesagt, das nicht predikten und für Tarnsteine gehen. Ich muss hier entweder für Gyro Ball gehen oder irgendein Pokémon viel Schaden fressen lassen. Ich möchte auch hier nicht, genau, Waterfall. Ich wollte jetzt auch nicht in meinen Zapplerang wechseln, weil Zapplerang hätte auch ordentlichen Schaden gefressen. Und jetzt ist die Frage, was er reinswitcht. Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Ich denke, ich wechsle einfach in Manfred. Manfred ist ein gutes Pokémon. Es kann mit einem Scarf wirklich alles outspeeden und ein Sturzflug reicht auch nicht aus von einem Fiaro. Das heißt, ich bin da relativ safe, muss ich sagen. Also ich kann auch eigentlich alles sehr gut treffen. Das einzige Pokémon, was ich nicht treffe, ist hier sein Rotom. Und ich hoffe, dass er tatsächlich jetzt hier für den Sturzflug geht, dass er für den Flareblitz geht. Denn so ein Flareblitz wäre schon cool, muss ich sagen. So ein Flareblitz, muss ich sagen, wäre nice. Denn dann sind wir schneller und können das mit einem Eiselcrash besiegen. Oder geht für Sturzflug und wir tanken das. Das ist beides möglich. Und er geht für den Flareblitz. Hat keine Priorität und wir können ihn somit mit einem Scarf überholen, was sehr, sehr gut ist. Wunderbar. Tail and Flame Down, Mega Gyarados Down. Zwei Pokémon, wovor ich immer viel Angst habe.
Und jetzt ist es halt ein Problem, er kann eigentlich relativ safe in Cesurio wechseln. Oder halt in eigentlich relativ viele Sachen. Okay, roter Wash. Ich wechsle jetzt hier, glaube ich. Er geht nicht für den Volt Switch, er geht... Ah, vielleicht geht er für die Hydro Pump. Vielleicht geht er wirklich für die Hydro Pump, das wäre so doof. Ich gehe in Genial. Weil ich kann damit entweder ein Irrlicht abfangen, was vielleicht kommt. Ich habe Angst, wirklich, so ein Irrlicht, das wäre doof. Weil... Bitte kein Irrlicht. Okay, gut. Hydro Pump, das wäre sehr gut. Wäre ich jetzt wirklich in Scooby-Doom gewechselt, also in Houndoom, dann hätte ich den Irrlicht, das Irrlicht zwar perfekt abfangen können, aber naja, dann wäre ich auch relativ schutzlos gewesen. Jetzt das Ding, was macht er? Bleibt er drin? Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Ich kann mir relativ schwer vorstellen, dass er drin bleibt. Ich denke, ich werde jetzt hier einfach mal für den Volt Switch gehen. Immer so ein bisschen Switch Advantage ist ja, denke ich mal, nicht schlecht. Und ich wüsste auch gar nicht, womit er uns jetzt hier viel Schaden machen könnte. Wenn er jetzt drin bleibt, wäre das so doof, weil wir sonst mit einem Giga Drain hätten angreifen können und das wäre sehr cool gewesen. Aber gut, da muss ich jetzt, denke ich, durch. Er bleibt drin und geht für Will-O-Wisp. Das kann er machen. Oh, Volt Switch macht viel Schaden. Okay, sehr nice, sehr nice. Ich wechsle dann jetzt in Bruce Lee, weil ich bin schneller. Um 2 Base-Punkte sogar, wenn es komplett in Init ist. Und kann einen High-Jump-Kick raushauen, der ordentlich wehtun würde. Ich denke aber, ich werde für einen Fake-Out gehen. Damit ich halt irgendwas predikten kann. Vielleicht wechselt er ja einen Latios. Wobei, da wäre eigentlich ein Turmkick auch schlauer. Ich gehe einfach für den Turmkick, kann irgendwas sehr, sehr hart treffen hier bei ihm. Denn so ein Reckless-Turmkick, das tankt gar nichts. Es sei denn, es geht daneben. Das wäre natürlich sowas von doof, dass es doof wäre. Aber gut, er ist auf jeden Fall langsamer. Oder er ist geschalt. Mit Will-O-Wisp glaube ich das aber eher weniger. Vor allem sehe ich gerade die Überreste. Das war sehr intelligent von mir, GG. Aber ein Hyper Pink reicht aus. Wunderbar, er bleibt drin. Roter Wash down. Und es sieht sehr, sehr gut für uns aus. Denn gegen das Latios habe ich, wie gesagt, immer noch meinen Manfred. Gegen Cesurio habe ich auch meinen Manfred. Und ich habe auch immer noch ein komplett volles Houndoom, was auch noch nicht gezeigt hat, was es kann. Und jetzt kommt hier sein Latios. Und ich werde, hoppla, tut mir leid, ich denke, ich werde den Psyshock predikten und ich werde jetzt einfach einen Houndoom wechseln, weil ich erstens Houndoom nicht unbedingt hier brauche, muss ich sagen, wobei das wäre gegen Cesurio ziemlich nice. Ah, das ist so ein Ding, ich glaube, ich brauche Derp nicht mehr, so wirklich, doch ein Derp kann ich immer noch gebrauchen, ich wechsle den Scooby-Doom, predikte den Psyshock. Der wirklich sehr, sehr gut wäre. Wenn er das macht, das wäre wirklich cool. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich meine, es wird zwar dann gehauen, doomed, mein Hau-Doom. Und genau das wollte ich ja eigentlich nicht bewirken. Aber es ist jetzt hier wirklich notwendig, weil alle anderen Pokémon sind auch noch relativ wichtig hier. Und ich bin eigentlich sicher, dass ein okay, das hat er predicted. Das war gut. Das war gut. Das war gut von ihm. Das war gut von ihm. Ich kann hier tatsächlich noch verlieren, wenn ich jetzt wirklich die Ultra-Anti-Predict raushaue. Ich denke... Nein, Psyshock. Ich denke, ich werde einfach in Manfred wechseln und jetzt hier einen Icicle Crash raushauen, wobei ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass er rausswitcht. Nur das Ding ist, wenn ich jetzt wirklich predikte, dass er rausswitcht, gehe für Earthquake, dann tankt er das komplett, weil er hat ja Schwebe und könnte mich dann mit einem Energieball, einem Surfer, was auch immer besiegen. Das möchte ich nicht riskieren, aber deshalb gehe ich einfach für den Icicle Crash und ja, ich habe danach immer noch genug Möglichkeiten, um hier rein zu switchen. Gott, Gott, Gott. Es ist echt eine ziemlich schlechte Verbindung gerade mit dem Showdown-Server, muss ich sagen. Weil das dauert echt mega lange, bis das hier ausgewählt wird. Ich meine, er hat immer noch nicht angenommen, dass ich hier wirklich ausgewählt habe, in welches Pokémon ich wechseln will. Ihr seht das ja selber, wie lange das dauert. Aber gut, damit muss man rechnen. Der Kampf ist auch erst 15 Minuten fast. Also noch nicht mal annähernd. Und ich denke mal, mit diesem Team haben wir auf jeden Fall eine ganz gute Chance hier. Ich sehe das schon, das Team gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ich habe ja auch schon die Wi-Fi-Kämpfe aufgenommen gegen zwei YouTube-Freundchen, muss ich sagen. Zwei YouTube-Freunde. Und ich frage mich gerade, warum? Komm schon. Hallo, lade. Okay, gut. Geht dann jetzt hier für den Icicle Crash. Und was ich sagen wollte, ich habe ja die zwei Wi-Fi-Kämpfe schon aufgenommen mit diesem Team hier. Und die werden dann halt auch im Verlauf der Woche jetzt hochgeladen. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu viel spoilern, aber die Teams können auf jeden Fall ordentlich was reißen. So viel sei schon mal gesagt. Muss jetzt nicht heißen, dass ich beide Kämpfe gewonnen habe, muss aber auch nicht heißen, dass ich beide verloren habe. Ich will euch, wie gesagt, da nicht spoilern und bin jetzt hier für safe für den Icicle Crash gegangen und gucken mal, welches Pokémon der denn jetzt hier trifft. Ich würde es ja feiern, wenn er drin bleibt und hier so predicted, weil so ein Icicle Crash würde ausreichen. Ich meine, ich bin ein fucking Mammut, ein fucking Manfred
Und er bleibt, okay, er switcht raus. Earthquake war sowas von obvious, aber gut, was willst du tun, ey? Ich kann eigentlich in mein Genial wechseln, wobei das wird mir auch nicht viel bringen. Ich wechsle in Derp, kann eigentlich alle Angriffe abfangen, vielleicht geht er für die Tarnsteine, die ihm relativ wenig bringen werden, muss ich sagen. Man weiß es nicht, ich muss einfach gucken, dass ich Kickly safe rausbringe. Er weiß jetzt, dass ich High Jump Kick im Set habe und das auch sehr gerne einsetzen würde gegen Cesurio und gegen Heatran. Und er dann höchstwahrscheinlich in Latios wechselt und ich kann dann Abschlag einsetzen. Und das hat er wieder gut predicted. Das muss man ihm lassen. Ich gucke jetzt mal, vielleicht ist er ja Choice Backst. Deshalb gehe ich einfach mal für Protect, gucke, worin er sich lockt. Kann man ja mal machen, außerdem kriege ich dann wieder einen schönen Boost. Und ich weiß auch dann, ob er den Energieball drauf hat oder nicht. Den Energy Ball. Man weiß es nicht. Ich werde jetzt hier cutten, Leute, und wir sehen uns dann gleich, wenn der Move losgeht. Oh Gott. Okay, es hat anscheinend nicht so lange gedauert. Draco-Meteor. Interesting, though. Jetzt ist die Frage, wechsle ich in Genial? Wechsle ich da rein? Ich wechsle in Genial, weil ich brauche es auch nicht mehr wirklich viel. Es kann nicht viel gegen da, außer dem speziell defensives Wesen. Alter, okay. Okay, da habe ich mich etwas verkalkt. Aber jetzt hat er Special Attack Minus. Ich möchte aber jetzt trotzdem nicht in Bruce Lee wechseln, ehrlich gesagt. Ich wechsle jetzt hier an dieser Stelle in Manfred. Und gehe für das Earthquake. Das wird sein Heatran besiegen, sein Cesurio besiegen, sofern es kein Sash hat. Und er möchte hier, glaube ich, nicht drin bleiben. Da bin ich mir relativ sicher, dass er hier nicht drin bleiben will. Also gehe ich einfach für Earthquake. Bitte, wechsel aus. Bitte, wechsel aus. Bitte. Komm schon. Wechsel aus. Das wäre so gut, wenn er auswechselt. Ich hätte das am Anfang schon locker predikten können, aber wie gesagt, ich wollte relativ safe spielen. Aber so langsam ist das Latios endlich ein Threat und er switcht hier raus und er hat keinen Sash. Okay, sehr gut. Bishop down, jetzt wechselt er wieder in Latios und ich muss wieder irgendwas opfern. Problematisch, ich habe natürlich mein Houndoom wieder so doof geopfert. Ich hätte das echt drin lassen sollen, weil es ist auch noch schneller als das Latios. Ah, so doof. So doof. Ich frage mich jetzt gerade, ob er schon gewonnen hat. Latios, wenn es den Psyshock drauf hat, nicht. Das würde meinem Morlord relativ gut hängen. Surfer kann ich mit Morlord relativ gut abfangen. Ich kann vielleicht noch einen Surfer oder sowas von mit Kickly tanken, weil es ja auch eine relativ gute Special Death hat. Und kann dann einen Abschlag raushauen und so weiter. Und einen Abschlag, das würde auch kein Heatran tanken. Also zumindest zwei nicht, beziehungsweise einen Knockoff und einen Turmkick. Ich bin ja schneller als Heatran. Und jetzt gucke ich einfach mal, was er vorhat. Ich muss ja hier wieder auswechseln. Und er geht für Psyshock. Okay, gut. Gut. Dann werde ich... Gott, hier entscheiden echt die Predicts mit meinem Marmutel, ob ich jetzt für den Icicle Crash gehe. Also für den Eiszapfhagel, genau. Oder für das Erdbeben. Das entscheidet echt, Mann. Das ist so fies, das ist so doof, das ist so... Krass, hätte ich da den Knockoff drauf, wäre das so cool, aber habe ich nicht, problematisch. Mein Bruce Lee ist natürlich auch langsamer, dann ist dann natürlich nochmal doppelt doof. Vielleicht switcht er auch raus, aber das glaube ich eher nicht. Und lass dann mein Derp, denke ich mal, sterben. Ich gucke jetzt mal, was er einsetzt. Ob er wirklich weiter für den Psyshock bleibt, weil ich glaube immer noch, dass es geschalt, Specs ist. Und dann würde ich mit einem Psyshock auch noch tanken. Ich würde einen tanken. Er geht für Psyshock. Und solange mein Marmutel hier wirklich noch. Solange mein Marmutel hier wirklich noch lebt, also mit Full Life, kann es einen Psyshock tanken und ich kann es mit Eiszapfhagel rausnehmen. Das heißt, da dürfte nicht ein allzu großes Problem entstehen. Ich muss halt nur gucken, dass ich wirklich mit Marmutel immer noch ein Pokémon. Also mit. Neben Marmutel immer noch ein Pokémon habe, in das ich rein switchen kann, um mich praktisch zu entlocken. Weil ich brauche hier mit dem Choice Scarf eben den Angriff. Das Erdbeben brauche ich. Und den Eiszapfhagel. Ich brauche beides. Das heißt, mein Kickly muss hier noch leben. Und ich glaube, Kickly ist auch ein ganz gutes Pokémon gegen Heatran. Das bedeutet, ich wechsle jetzt hier in Manfred. Kann mit einem Eiszapfhagel angreifen oder mit einem Erdbeben. Ah Gott, das ist so problematisch. Würde der da? Aber ich muss hier safe bleiben für den Eiszapfhagel gehen. Oh Mann, geh für den Abschlag bitte. Ich will den Wahlschein nicht mehr wirklich haben. Aber ich gehe jetzt hier für safe für den Icicle Crash. Ich muss das Risiko eingehen, dass er hier in Heatran wechselt. Wobei er damit auch ein sehr großes Risiko eingeht. Das heißt, das ist auf beiden Seiten sehr
Schwierig einzuschätzen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf hier in Showdown, muss ich sagen. Freut mich sehr. Warum der Wahlschall? Aber gut, der Wahlschall hat mich auch in vielen Situationen gerettet. Das heißt, da will ich jetzt mal gar nicht so fies sein. Und er bleibt drin, jawohl. Das ist ein gewonnener Kampf. Das ist ein gewonnener Kampf. Ich könnte natürlich jetzt meinen Heatwin hier, mein Manfred sterben lassen. Und dann mit einem Turmkick da angreifen. Aber der Turmkick kann missen und das will ich nicht. Ich will keinen Turmkick misshaben. Deshalb switche ich jetzt hier meinen Kickli. Okay, er hat forfaited. Gut. Okay, der Kampf war trotzdem sehr, sehr spannend. Ich danke dir, Captain China, wie auch immer, für den sehr spannenden und guten Kampf. Wir haben es mit einem Mixteam, bestehend aus einem NU, zwei RU, einem UU. Lol, what the fuck? Ist er wieder reingekommen, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen, nö. Ich guck einfach mal, was hier noch drauf. Auf jeden Fall mit, okay, jetzt haben wir den Kampf gewonnen, gut. Dead, Pokémon Showdown, Delay. Jedenfalls mit einem NU, mit Sis. OU-Team zerberstet, möchte ich schon fast sagen hier. Und ich denke mal, schon relativ verdient gewonnen. Ihr seht, was das Team alles drauf hat. Und ich hoffe, dass ihr euch auf jeden Fall auf die nächsten Kämpfe freut, die auch sehr, sehr spannend werden. Wir sehen uns, Leute. Ciao.